So, Buggy verreckt da hinten irgendwie, hoffe ich. Ne, im Gegenteil. Was heißt hier im Gegenteil? Ich hab schon vier Knochen. Vier Knochen? Hast du auch rohes, hier vergammeltes Fleisch? Vergammeltes Fleisch, ja. Ja, ja. Aber das bin ich gerade am Futtern. Wie? Alter! Nahrungsteilung, schon mal gehört? Du hast deine Äpfel auch nicht geteilt, deine zwei. Das war nur einer, verdammt. Nein, zwei. Nein, das war wirklich nur einer. Zwei. Guck dir die aber Videos komm her, an. Ich geb dir mal die Knochen und so. Oh, oh, darf ich an den letzten Knochenresten nagen, oder was? Ist ja super. So, ich glaube, wir machen mal gleich daraus Bone Meal, ne? Hinter dir liegt noch was. Ja, ja, ich häng hier, ich pfeife aus dem letzten Loch, ne? Ja. Und der Typ frisst das ganze vergammelte Fleisch auf, ne? So nett ist ja. Er zu mir. Er frisst einfach das Gammelfleisch auf. Natürlich. So, wir haben Pfeil, ein bisschen Schießpulver. So, soll ich mal die Bäume gleich wachsen lassen? Du holst ja bestimmt gleich neue Knochen, ne? Doch, doch, ich vertraue dir, du holst bestimmt gleich mannig viele, und so. Knochen. Und hoffentlich mir ja, auch endlich mal Nahrung. Oh, ja klar. Sapling, zack. Oh, Pfeil im Kopf. Also wie immer. Du sollst nicht deinen Dauerzustand zeigen, ne? Ja. Nee, Pfeil im Knie, ne? Du hast einen Pfeil ins Knie gekriegt. Okay. Ubi, ich bin gleich tot. Und ich sollte auch mal das Holz ablegen, nicht dass ich hier aus Versehen in die Lava fall und das ganze schöne Holz plupp einfach mal Fujigato ist. Mhm. So, den Block werde ich auch mal abbauen. Den werde ich mal hier platzieren. Plapp. Zack. Fackel dran geklebt. Apropos Fackel, wir haben schon wieder gar keine mehr. Das ist doch kein Dauerzustand hier. Doch. Aber da hinten geht langsam, so ganz minimal geht die Sonne langsam auf. Alter, hier diese weiße Grütze hier, ne? Das, ach. Ich hasse Schnee. In Minecraft zumindest. So ein Real Life finde ich eigentlich ganz schön. Oder, Buggy, was hältst du von Schnee? Ja, ja. Ja, also... Maika finde ich ihn eigentlich ganz okay. Was? Alter, ich hab wohl... ja, ja, so Gegensätze ziehen sich an. War das nicht irgendwie so mal irgendwie so... Mhm. So ein Entferntesten? So ein bisschen? So, ja. so. Hier ist noch ein Zeppling. Und ich hab noch ein Herz. Ja, geschieht dir recht. Boah, Alter. Und noch drei Pfeile und drei Knochen. Sehr gut. Oh, Knochen. Endlich Nahrung. So. Melonen schon gewachsen? Nein. Ah, siehst du, apropos, warte mal. Plupp. Keine Zeit, Zeit ist Geld. Mit was? Plupp. Ich hab die jetzt einfach wachsen lassen. Das hat mir jetzt zu lange gedauert. Ah. Du hast ja schön viel Bone mir mitgebracht. Ja. Da kann man ja ruhig mal ein bisschen und so, ne? Du ja, kannst übrigens schon mal Cobbles farmen. Ich wollte noch ein paar Monster töten, aber egal. Jetzt wo es Tag wird, ist eine gute Idee. Aber ein paar sind da hinten noch, ne? Also einmal kurz raffen gehen ja. Kannst du aber. Ich werde jetzt eh sterben, weil ich nur noch ein Herz habe. Ja. Ja. Ja, dann lauf! Nein. Warum? Ist doch nur ein Bogenschütze, der da hinten ist, der dich mit einem Pfeil gleich tötet. Ich weiß. Sei kein Feigling. Los, let's go. Kannst du selbst hingehen? Nö. So gerade ganz ja. Schlecht. Ja, und Gammelfleisch habe ich auch keins mehr mitgebracht, habe ich alles selbst gefressen. Wachse Baum. Alter, wieso wächst der denn nicht? Hallo? Ah, jetzt. Jetzt. So, la 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 la. Ja, nur vier Holzblöcke rausgekriegt aus diesem kleinen Pupsbaum. Nehmen wir mal den nächsten Baum, mal gucken, ob der besser wird. Alter, wie einfach die ganzen Lebensmittelressourcen, die wir hier auf dieser... Schau mal, ich hab was für dich. Ein Apfel. Ja. Es gibt doch der noch. Hat hier gelegen. Es gibt doch noch Momente im Buggys Leben, wo er mal einfach mal nett ist. Das ist ja, ein. Ich bin immer nett. Ich bin immer nett zu dir.
Das liegt alles nur im Auge des Betrachters. Ach so. Ja, gut. Deshalb habe ich so ein schlechtes Bild im Kopf gerade. So, aber wir haben langsam. Jetzt fahr mal aber bitte Cobbles. Wir brauchen Cobbles, damit wir unsere Fläche weiter. Ja, was heißt schon wieder? Immer noch? Das ist Skyblock, Alter. Wir brauchen nur Cobbles. Du bist da hier auch nur alles am Verschwenden. Ich arbeite strukturiert. Ich will nicht wissen, wie viel Cobbles du schon in den Abgrund geschmissen hast. Eigentlich nur einen, ganz am Anfang. Ja. Ja, ich werde es ja nachher in den Aufnahmen sehen. Nee, warte, wenn ich recht überlege, waren es drei, aber die anderen zwei konnte ich nicht retten. Eine war aus Versehen und die anderen waren gewollt, aber da kamen wir eh nicht ran. Ja, sagt der irgendwie mit fast ein Stack in die Tiefe gesprungen ist. Ne? Dagegen sind meine drei Pillepalle. Ne? Ist klar. Ich war leer, ich hatte nichts im Inventar. Nö, außer halt den fast ein Cobblestack. Den du mit in den Tod gerissen hast. Nein. Und wer muss das richten? Ich. Die Schweizer. Ja. Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Wer genau von Werbung-Alarm. Keine Werbung, keine Fremdwerbung. Nein. Alter, Äpfel. So, ich brauche aber mehr Äpfel, sonst bringt mir das alles nichts. Ich muss ja Energie regenerieren. So, hier fliegen überall Blätter rum. Die spawnt nochmal alle. Was braucht ihr denn hier so lange? Da ist noch ein Zeppling. Naja, gut. Egal, ich werde jetzt mal ein paar Zepplinge in die Kiste machen. Sicher ist sicher. So. Sicher ist sicher. Du spielst mal auf Sicherheit. Ja. Das ist aber ganz was Neues. Ja, im Gegensatz zu dir weiß ich auch, wie es funktioniert. Mister, ich stell mich jeden Creeper und bei jedem zweiten geht's in die Luft. Ja, ich bin aber nicht gestorben dabei. Ja, es war ja auch nur einer. Und das kann nicht jeder. Naja, wenn man deine Explosionsrate sieht, können da schon einige wahrscheinlich besser als du. Wahrscheinlich sind ja auch alle nicht so lebensmüde wie du, aber naja. Ja. Genau, Kollege, genau. Genau, oh je, der gute alte Cobblestone. Wir können auch langsam mit unseren Bauplänen beginnen. Ja, ich glaube, das machen wir in der nächsten Aufnahme, oder? Warum? Hat der Buggy keine Lust mehr? Ja, Buggy, was? Wir sind, glaube ich, wenn ich mich alles täusche, Folge 5, könnte aber auch schon Folge 6 sein, aber ich glaube 5. Ich habe das jetzt gar nicht so wirklich im Kopf. Ich glaube, es werden doch mehr als 12 Folgen. Ja. Warte mal, ein Apfel bringt, glaube ich, 2 Essensanzeigen, ne? Ja. Dann müsste das sogar... Wenn ich jetzt nicht verguckt habe... Nein, es passt genau. Ich habe genau maximale Essensanzeige. Gut. Also ich mache jetzt noch den zweiten Holzdeck voll und dann kriegt jeder ein Stack und damit kann jeder sich sein heimisches... Wohnlein bauen. Ja. Dann müssen wir auch leider nochmal die Kakteen abbauen. Nein! Doch, ich weiß, es ist hart, aber... Oh, stell dich mal am Rand. Stell dich mal am Rand hier, weil das ein etwas größerer Baum geworden ist. Nicht, dass die ganze Sülze da noch irgendwie in den Abgrund stürzt. So. Ist da noch was drinne? Hallo? Herr Baumstumpf, sind Sie noch zu Hause? Hallo? Jemand zu Hause? Nein. Du kommst hier nicht rein. Das ist hier so ein paar Mini-Lags, merke ich gerade. Da bricht die FPS-Zahl ja mal ganz kurz für eine Sekunde oder so, kurz irgendwie nur auf 10 und dann geht's wieder hoch auf 30. Ist sehr merkwürdig. Okay, warum habe ich hier gerade ein Höhlengeräusch? Ein Höhlengeräusch, ja, weil wir hier in mannigfaltig vielen Höhlen in der Nähe sind. Ja. Oh, viel Spaß. Was? Alter!
Aber hier, das Höhlengeräusch kommt bestimmt durch deine komische Cobblestone-Konstruktion hier und das einziger Hohlraum. Nee, das Höhlengeräusch ist gerade gekommen, als ich hier war. Hier, das gefällt mir noch nicht, das muss so sein. Aber aus Prinzip. Haben wir nicht noch einen anderen Baum hier irgendwo? Bitte? Haben wir nicht noch irgendwo einen anderen Baum? Nein, oh, jetzt ist mir auch noch die Axt kaputt gegangen. Dann muss ich auch noch in die Crafting-Box. Überhaupt nicht auf, ach komm, Stickies. Guck mal, noch zwei Stickies haben wir da drinne. Zack, zack. Kobbel habe ich auch noch. Apropos Kobbel, ne? Du weißt, was du zu tun hast. Nicht doof rumstehen. Ich hab Cobblestone. Zwei Sticks. Ja, dann mach drei. Je mehr, umso besser. Ich hau dich gleich. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich schalte auf den Server gleich PvP an. Was? Nein. Und dann hau ich dich. Das wäre gegen die Regeln. Nein. Doch. Nein. Das würde unser ganzes Projekt ins Böse stürzen. In einen Abgrund der Boshaftigkeit. Die Serverregeln können bei Bedarf des Serverbesitzers umgeändert werden. Aber wir machen ja ein IP und insofern liegt der Aufnehmer im Recht. Der Aufnehmer. Ja. Der hat gar nichts zu melden. Der hat nur die Kamera zu halten. Die Kamera zu halten? Dann kannst du ja alles machen. Ich brauche ja nur halten. Und zu reden. Ach, guck mal, jetzt werden noch mehr Ansprüche gemacht. Erst muss ich es nur halten und jetzt muss ich auch noch reden dabei. Super, ja. Jetzt werde ich auch noch zum Reden gezwungen. Dabei rede ich doch so selten. Also, lügen kannst du gut. Ja, ich weiß, habe ich gut gelernt. Du redest doch schlimmer wie eine Frau. Was? Ja. Das stimmt gar nicht. Doch. Nein. Doch. Ja, ein bisschen vielleicht. Ja. So. Lalalala. Jetzt müssen noch die Blätter despawnen, dann fällt da noch ein bisschen Holz runter. Und ich werde da mal einfach annehmen. Blub, 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 blub. Ach, du hast die Kakteen schon weggemacht? Ja. Das ist sehr schön gemacht, Buggy. Alles schon erledigt. Das ist supi. Dann können wir langsam, also so minimal, also in maximaler, minimalster Maximumgeschwindigkeit. Oh Gott. Ich glaube, es wird langsam spät. Ich gucke mal auf die Uhr. 1.38 Uhr. Ja. Buggy, müsstest du nicht schon langsam ins Bett? Sandmännchen ist schon vorbei. ich glaube, dasselbe könnte ich dich auch fragen. Was? Ich gucke kein Sandmännchen mehr. Ich bin doch keine Kind mehr. Ja. Möchtest du sag etwas? Sag der Jungspund zum alten Hase. Der Jungspund, ich bin ein paar Jahre jünger als du. Ja, das sage ich doch, die Jungspunde. Ja, das hört sich ja an, so als wärst du 20 Jahre älter als ich oder so. Ja, natürlich. So. Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. In Wirklichkeit sind es nur, lass mich kurz überlegen, 3 Jahre. 3,5. Ja. Ja. Reicht doch. reicht doch, damit reicht du der doch, alte um Sack bist. Noch, reicht doch, um dich noch als Jungspund dahin zu stellen. Ja, super. Oh, ich fühle mich auch aber... Obwohl, eigentlich super, ne? Ich fühle mich jung. Ich werde jetzt hier noch einmal das Holz nehmen. Ne, das Holz. Und dann werde daraus dann nochmal Planken machen. Und aus den Planken werde ich Stackies machen. Genau, ich weiß gar nicht, warum ich die ganze Zeit auf die Kiste zugreife. So, jetzt haben wir aber hier richtig viele Stickies, Cobbles. Das mache ich mal hier alles wieder in die Kiste rein. Oh. Und? Haben wir hier noch... Ich brauche noch mal, Knochenmehl. Ich brauche noch mehr Bäume. Denn wir brauchen noch ja auch... mehr Bäume. Ja, ich habe jetzt 2 Stack Bäume. Also Baumstümpfe. Ja. Aber ich will ja noch ein bisschen Kohle produzieren. Ja. Wie gesagt, die 2 Stacks da sind jetzt eigentlich grundsätzlich für unsere... architektonischen Baumaßnahmen gedacht. Ja, was wir in der nächsten Aufnahme machen...
weil der Buggy langsam müde wird, weil ja Sandmann schon längst vorbei ist. Der Buggy ist auch alt. Ja, das stimmt.